Hallo Welt, da sind wir wieder. Einen Borka bitte. Einmal Borka rot-weiß. Ja, da müssen wir einfach nur in diese Richtung, meine ich jetzt. Falsch gemeint, ich check das immer noch nicht mit dem... Okay, so, jetzt aber in diese Richtung. Oh, und wir sind total verflucht. Haben die uns etwa entdeckt? Doch wohl nicht. Das sind Boggarts, keine Borkas. Borkas sind die mit der Rinde, der Borke. Moment mal, geht's etwa hier lang? Nein, überhaupt nicht geht's da lang. Aber hier könnte es lang gehen. Wäre doch schön, wenn es hier lang ginge. Dieser Borka scheint unter uns zu sein irgendwie. Oh, wir sind ganz in der Nähe. Weit kann er nicht mehr sein. Aber ich glaube, das könnte er sein. Irgendwas Leuchtendes da. Nee, ja, vielleicht. Oh, da sind aber ganz viele andere, diese Boggarts noch dabei. Schnellste, der Unglücksrabe. Nummer 1. Oh nein, der Borka kommt mit. Und wir sind tot. Headbangen. Sehr schön. Was denn? Du hast dir eine Krankheit eingefangen. Auch das noch. Such entweder einen Heiler auf oder trinke einen Genesungstrank, um geheilt zu werden. Das Talent Alchemie erlaubt es dir, eigene Tränke herzustellen. Drücke F, um fortzufahren. Oh, ich bin tot. Yeah.
Na, haben wir ihn rausgelockt? Ja, aber der Borka kommt sofort wieder mit. Das ist ein Sumpfborker. Der ist ein bisschen hartnäckiger als die normalen. Glaube ich. Ich will sowieso die Kleinen erstmal wegkriegen da. Das hätte jetzt mit dem sogar klappen können. Der war ja schon immer am Boden. Was? Nein. Schaffen wir eigentlich ganz gut mit den Messern könnten wir den ganz gut schaffen. Aber die Kleinen, die sind da so ein bisschen störend dabei jetzt. Aber wie kriegen wir die da weg? Ich glaube, wir müssen erstmal unsere Flüche loswerden. Irgendwie sterben wir viel zu schnell gerade. Die kommen immer zu zweit irgendwie. Oh, was ist denn hier los? Wieso? Waren aber irgendwie jetzt härtere Nüsse als sonst. Jetzt brauchen wir nur noch den Borka. Thank you.
noch schade. Ja, wer hat's kommen sehen? Feuer kann er nicht ab. Also. Halskette der Feuerabwehr hatte er. Ja, die hätte er sich mal besser um den Hals hängen sollen. Da gehört die nämlich hin für so einen Borker. Borkerjagd. Also gibt es auch Sumpfborker sogar. Ui. Reist mit Vorsicht, Kind des Staubs. So. Die kümmern sich gar nicht darum, dass wir hier die ganzen Viecher abmoxen. Wir müssen erstmal unsere Krankheiten irgendwie loswerden. So Krankheiten loswerden, hätte ich jetzt gedacht. Oh, der Weg passt. Wir laufen zwar so ein bisschen außen rum, wir könnten auch mitten durchgehen, aber der Weg ist okay. Ein bisschen was trinken? Ach, brauchen wir ja nicht. Die sind wieder da. Ich glaube, wir können sogar ein bisschen was verkaufen schon, wenn wir da drin sind. Doch, vielleicht tut das noch gar nicht Not. Hallo. Hallo. Hey, Luca. Eure Feinde sollten euch nicht unterschätzen. Es ist nicht leicht, ein so gefährliches Monster zu besiegen. Bitte nehmt diese Belohnung. Mein Herz ist nun nicht mehr mit Furcht erfüllt, wenn ich den Siede betrete. Die Belohnungen sind ja echt nicht schlecht geworden. Wie kommt denn das? Weil wir aufgestiegen sind? Am Anfang haben wir doch immer nur so 300 bekommen. Manchmal für, finde ich, richtig schwere Aufgaben. Leb wohl.
So, dann hätten wir noch ein verworrenes Netz oder den Schlachtruf. Ich denke, als nächstes werden wir den Schlachtruf angehen. Hey, irgendwie komme ich mir schon vor, als würde ich hier ein bisschen durchrushen, aber nö, wieso? Wir lassen uns doch Zeit. Wir laufen sogar zu Fuß immer überall hin, oder? Guten Tag. Das macht halt Spaß. Ich möchte halt gucken, was passiert. Und ehrlich gesagt, ja, ich beeile mich durchaus ein wenig. Mehr als vielleicht in anderen Titeln mal, aber ich möchte halt gerne endlich eine Kiste haben, in der ich ein bisschen was lagern kann. So ist das nämlich. Ja, lohnt sich das schon? Oh, ich weiß nicht, 20, 30... 30 können wir noch sammeln, also die Hälfte haben wir jetzt gerade mal geschafft. Ich sage mal, es lohnt sich noch nicht, jetzt irgendwas verkaufen zu wollen. Beim nächsten Mal dann. Seid gegrüßt. Ach so, ja, ein Heiler wäre schön. Ihr habt keinen Heiler hier zufällig oder einen Händler? Wer händelt denn hier? Willkommen zurück. Was kann ich für euch tun? Ich würde gerne wissen, wie geht's Lucasoren denn jetzt? Ihre Genesung ist wirklich ganz erstaunlich. Ich wusste, dass sie eine Kämpfernatur ist. Ich weiß nicht, weshalb sie in den Siede gekommen ist. Aber ich hoffe, sie bleibt noch eine Weile. Ja, können wir einkaufen? Ich habe Plunder zu verkaufen. Oh, dann muss ich aber gleich erstmal reingucken. Kann sein, dass da irgendwas aus Versehen reingerutscht ist. Ah, der verkauft die ganzen Gemmen. Okay. Ich hätte wahrscheinlich dann aber lieber irgendetwas anderes. Nö. Etwas anderes, ja, Zutaten für einen Trank, obwohl wir können ja hier sowieso keine Alchemie machen. Eine sichere Reise. Was haben wir denn im Plunderbeutel? Tils Sammlung. Ach, das können wir gar nicht verkaufen. Ah, gut, weil es geklaut ist. Aha, also werden wir sogar noch drunter. Das müssen wir irgendwo mal abgeben dann. Okay. Also wir werden noch drunter. Unter 20 Kilo, die wir mit uns rumschleppen. Und Konsumgut. Großer Heiltrank stellt eine mäßige Menge deines Lebens wieder her. Mana-Trank und Stahlvorhang. Einfache Umgangsform erhöht das Talent Überzeugung. Vorübergehend um einen Punkt. Oh, das ist aber schön. So, Mana-Regenerationstrank gibt es. Dann einfache Kriegerstärke. Sorgt vorübergehend für eine geringe Erhöhung deines Lebens. Na gut. Na schön. Können wir machen nichts. Müssen wir ins nächste Dorf. Schön, euch zu sehen. Wieso habt ihr denn keinen Heiler hier? Oder können die in der Mission uns nicht vielleicht heilen? Nee, Einkaufen und Schmiedekunst. Unsere Waffen könnten wir hier mal reparieren lassen. Kanne Rock, ist das nicht das Spinnending? Wie, was steht da denn? Was habe ich da denn jetzt gesehen? Tatsächlich. Schaut mal, hier bei Kanne Rock, dem wir aus dem Weg gegangen sind, weil ich dachte, das gehört zu einem, weil ich immer noch denke, das gehört zu einem DLC, das müsste doch diese Sache mit den Spinnen sein. Ja, und da habe ich immer gesagt, oh, das mache ich jetzt nicht. Aber hier steht, was es hier alles gibt, rechts oben, ja, einkaufen, repariere, schmiede, Kunst, Alchemie. Und dann steht da, Lager. Was ist denn das Lager? Wie, uns wollen sie in die Spinnensiedlung schicken? Soll das unser Lager sein? Nee, oder? Nee, Lager ist doch, da lagert einer. Och,
mit Spinnen jetzt. Haben wir da Heilung? Reparieren, Einkaufen, Schmiedekunst, Alchemie haben wir da. Wäre ja wenigstens etwas. Nichts Näheres? Ausbildung, Einkaufen. Heilung wäre hier bei Haus der Balladen zum Beispiel. Gemmen entfernen kann man da. Einkaufen, Gemmen schleifen und Gemmen entfernen. Mission Hardwin. Ach hier. Genau, da müssen wir doch wieder hin. Och, und dann ist das andere ja auch gleich um die Ecke, sozusagen. Ja, dann laufen wir da eben in der nächsten Folge hin, heilen uns erstmal. Oder gibt's da nichts Näheres? Hier wäre auch heilen. Ist genauso weit. Ist aber weiter weg von unserem nächsten Ziel. Na gut, ich bedanke mich jedenfalls für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge sind wir wieder zurück zum... Wo sind wir hier eigentlich? Moment mal. Wir sind zurück zur Formherberge und haben die Aufgabe jetzt beendet. Die Borka-Jagd nochmal. Ja, wir haben nochmal, ups. Wir haben nochmal mit Luca Soren gesprochen und unsere Belohnung abgeholt. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.